EA Games. Challenge everything. Need for Speed Underground. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Wir werden gemeinsam Need for Speed Underground zocken aus dem Jahre 2003 von Electronic Arts. Mein insgesamt siebtes Let's Play zur Need for Speed Serie. Und dieses Spiel ist definitiv eins der geilsten Titel der Need for Speed Reihe. Das muss man einfach so sagen. Und genau deswegen werden wir es jetzt auch spielen. Ich habe mir auch gleich schon ein Profil angelegt, wo ich die Daten für Anzeige und Steuerung schon mal ein bisschen voreingestellt habe. Das heißt, wir können jetzt direkt durchstarten. Hier in der Statistik kann ich euch nochmal kurz zeigen. Ich habe noch nicht gespielt, also ihr habt gar nichts verpasst, sondern nur dieses Profil eben zu Voreinstellungszwecken angelegt. Und ja, Need for Speed Underground. Definitiv ein wirklich gelungener Titel von Electronic Arts. Das ist noch gutes, altes, Oldschool NFS, wenn man so will. Ist auch bei mir schon echt lange her, dass ich diesen Titel gespielt habe. Hat jetzt auch schon fast 10 Jahre auf dem Buckel, aber definitiv kann man den auch heutzutage noch richtig gut spielen. Ich habe sehr große Lust darauf. Ich hoffe natürlich ihr auch. Need for Speed Underground 2, den Nachfolger, haben wir ja schon gespielt. Und das war ja auch definitiv eines meiner Lieblings-NFS-Teile. Und dieser wird genauso, wer ihn nicht kennt, das ist eigentlich eine Sünde, wird genau so gut sein, denke ich mal. Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gespielt, dass er fast blind für mich ist. Aber trotzdem habe ich richtig Lust und hoffe natürlich, ihr seid auch mit richtig viel Bock am Start. Und ich würde mal sagen, wir gehen direkt in den Underground, schalten im Underground-Modus coole Premium frei. Das ist sozusagen der Karrieremodus hier und damit fangen wir doch direkt mal an. Willkommen im Underground-Modus. Deine Karriere als Rennfahrer beginnt hier. Nimm es mit den härtesten Jungs der Straße auf und beweis, dass du der beste Fahrer bist. Sieger sahen tolle Boni und Upgrades ab. Verlierer können nach Hause gehen. Und da wir natürlich auf der Gewinnerseite wie immer stehen wollen, nehmen wir das sofort an. Bevor wir mit dem Spiel durchstarten, möchte ich noch kurz auf den grandiosen Soundtrack dieses Spiels hinweisen. Wir hören da gerade Get Low von Lil Jon und den Eastside Boys. Also wirklich ein grandioser Soundtrack. Und auch der macht dieses Spiel zu einem der besten NFS-Teile überhaupt. Also, auf geht's! Show im Untergrund kann beginnen. So, und unser erstes Rennen beginnt hier direkt. Wir werden direkt sozusagen ins kalte Wasser geworfen. Oh, und liefern uns hier gleich mal ein Duell mit diesem Mitsubishi Eclipse, müsste das sein für uns. Das HUD hat sich, Alter, bremst doch nicht ab, du voll. Na, Spacken, natürlich. Natürlich fahre ich voll in den rein. Also das HUD hat sich beim Nachfolger Need for Speed Underground 2, Alter, wie fahrt ihr denn? Nicht groß verändert. Wer das kennt, das sollten ja die meisten kennen von meinem Let's Play.
Der wird sich auch hier recht schnell zurechtfinden. Oben links finden wir die Rundenanzahl. Fahren wir hier ordentlich, Kollege. Oben links die Rundenanzahl, darunter die Minimap mit uns als orangenen Pfeil angezeigt. Oben rechts unsere Position und die der anderen. Darunter die Style-Punkte. Okay, das gab es im Nachfolger dann nicht mehr. Da hießen die einfach nur noch normale Nitro-Punkte. Und dann haben wir unten Turbo und unseren Tacho unten rechts. 4 Sekunden Vorsprung auf unsere Vorderleute, habe ich mich gerade schon gefeiert, aber da schön den Verkehrsunfall reingeknallt und gleich mal minus 50 Style-Punkte. Da haben wir jetzt 125 am Start. So, die kommen ein bisschen näher, dann gebe ich doch glatt mal ein bisschen Nitro. Ach ja, richtig, richtig nice mal wieder hier in diesem eher ein bisschen altertümlichen NFS Oldschool-mäßigen Spielstil unterwegs zu sein. Muss ich wirklich sagen, oh, das war verdammt knapp vorbei. So, hier ist eine kleine Abkürzung. Da kriegen wir 100 Style-Punkte für. Dann nehmen wir die doch auch gleich mit. Und ihr merkt, ich fahre hier schon ein bisschen mal wieder chaotisch. Oh, Sprungkamera auch noch mit am Start. Sehr nice. Aber ich muss mich natürlich hier auch erstmal einfinden. Das erste Rennen sollte keine allzu große Herausforderung für uns sein. Aber diesen Honda, den wir hier schon haben, der gefällt mir verdammt gut. Also wenn wir den behalten können, auch vom Aussehen, vom getuned sein, was natürlich auch ein großer Pluspunkt dieses Spiels ist, das Tuning ist das alte Tuning, so wie wir es alle lieben, alle LNFS-Fans, und nicht so wie bei den neueren Teilen, wo es immer ein bisschen verkackt wurde, wie zum Beispiel beim letzten Let's Play Nitro Speed Shift. Hier ist das echt geil und ich hoffe wirklich, wir können diesen Wagen behalten, weil der gefällt mir verdammt gut und Lola, Brad und Brian haben mir wirklich auf die Plätze verwiesen und ja, das erste Rennen ist richtig gut gelaufen. Nice! Da haben wir die Feuerprobe bestanden. Davon träumst du? Das ist Eddie. Sieh ihn dir gut an. So sieht ein Gewinner aus, der absolut Respekt verdient. Nicht nur der Wagen. Das Können zählt. Also, welcher dieser Wagen gehört dir? Ach, ich hab's mir fast gedacht. Na gut, der gute Eddie will uns wohl nicht den einen Wagen überlassen. Und wir haben jetzt hier die Auswahl zwischen verschiedenen Wagen. Honda Civic, ja, der würde unser Konto bis zum letzten leer fressen. Volkswagen Golf GTI haben wir natürlich auch noch. Die Werte sind aber beim Honda Civic doch noch eine Ecke besser. Dann haben wir noch den Peugeot 206. War auch kein allzu schlechter Wagen. Den Mazda MX-5. Und den Dodge Neon. Ja, der Honda Civic ist natürlich schon vielversprechend, aber Honda sind wir gerade schon gefahren. Und ich würde ganz gerne mit dem Volkswagen Golf GTI anfangen. Ist jetzt nicht der beste Wagen, aber der ist eigentlich ganz chillig und den kann man sehr geil auftunen. Und ich denke, mit einem deutschen Wagen können wir da eigentlich nichts aus Falschem raussetzen. Deutsche Markenqualität bei den Autos, sind wir Deutschen ja ganz weit vorne mit dabei. Und ich denke, das wird mal meine erste Wahl sein. Schreibt mir mal in die Kommentare, welchen ihr genommen hättet. Sind ja noch einige interessante dabei. Aber ich entscheide mich jetzt mal für die so ziemlich billigste Variante. Aber ich denke, auch damit werden wir einigen Spaß haben. Mann, das war echt schwach. Wieso? Naja. Yo, Eddie, was geht? Hey, Loser. Kann ich dir helfen? Packen wir es. Okidoki. Du und ich. Das kriegen wir locker hin, komm. Du willst der Beste sein? Dann mach die Jungs hier alle. Wenn du verlierst, bist du verloren. Alles klar? Toll. Dann los. Hier findest du die aktuellsten Rennen. Die Rennkarte zeigt dir, wo was abgeht. Okay. Rundkurs, Sprint. José hält dir den Rücken frei. Den letzten beißen die Hunde. Hier geht's um Style und Raffinesse. Drift, Drag. Da waren es nur noch 2, okay. 111 Rennen haben wir tatsächlich hier zur Auswahl. Und ja, die eingehende Nachricht, die haben wir ja schon angenommen. Klare Ansagen hier auf jeden Fall am Anfang. Ich würde mal sagen, da wir gerade schon einen Rundkurs gemacht haben, fangen wir mal mit dem Sprint, den letzten beißen die Hunde an. Die Fakten, Liberty Gardens, ab geht's durch Downtown. Wer als erster die Baustelle am Flughafen passiert, sackt die ganze Kohle ein. Ah, und hier kann man die Schwierigkeitsgrade wechseln, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und wollen wir es mal wagen? Komm, wir wagen es mal. Wir versuchen es mal auch schwer, warum denn nicht? Gleich im ersten Part ein bisschen aufs Ganze gehen. Ich muss mich erstmal hier mit den
mit dem Schwierigkeitsgrad so ein bisschen einfinden. Denn eben ging das ja einigermaßen. Mal sehen, wie es jetzt sein wird. Tuning-Möglichkeiten hatten wir natürlich noch nicht. Aber ich bin mal gespannt, wie wir das hier machen werden mit unserem Volkswagen Golf GTI. Boah, und das ist dann doch gleich schon mal eine ganze Ecke langsamer als mit den Wagen eben. Nun gut, volle Konzentration und dann sollten wir vielleicht sogar das schwere Rennen kriegen. Wahrscheinlich werde ich die meisten Sachen auf Mittel spielen. Ja, und wenn sie sich so ausschalten, die Typen, dann lache ich sozusagen als Dritter. Als Nutznießer dieser Vollidioten sozusagen. Und ja, eine Runde, aber die Prozentzahl wird mir nicht angezeigt anscheinend. Das war beim Nachfolger Need for Speed Underground 2, womit ich das hier natürlich dauernd vergleiche, weil ich mich nicht mehr wirklich so gut an diesen Teil erinnern kann, wie ich schon sagte. Da war das anders, da wurde die Prozentzahl angezeigt, aber bis jetzt, dafür, dass das hier der schwere Schwierigkeitsgrad war, sind wir schon ganz gut nach vorne gekommen mit 3 Sekunden. Jackie, Bryce und Rosie, oh, da war der Pfeiler im Weg, sonst wäre der Sprung geiler gewesen. Eieiei, okay. Dann mal hier durch, das kennen wir noch von eben. Also die Stadt ist auch ganz geil designt. Natürlich kann man jetzt nicht das wirklich super Gelbe vom Ei erwarten. Das ist Spieler 10 Jahre auf dem Buckel. Dafür finde ich die Grafik vor allem noch mit den Cutscenes recht chillig. Im zweiten Teil waren das dann ja nur so Comic-Sachen, was auch Stil hatte. Aber die Cutscenes sehen hier noch ein bisschen besser aus als im zweiten Teil tatsächlich, finde ich. Und dieser Tunnel mit den Pfeilern, den habe ich früher immer gehasst, wenn ich mich da richtig erinnere, weil ich da immer gegen gerast bin. Bis jetzt sieht das besser aus. Oh, da hätte ich vielleicht nicht langfahren sollen. Das war, glaube ich, sogar der längere Weg. Na egal. Dann wagen wir einen kleinen Sprung. Und das sollte eigentlich der Sieg sein. Hier mittig über die Baustelle gerast. Oder nicht, oder nicht. Boah, der Typ ist vor uns noch. Das ist also der schwere Schwierigkeitsgrad. Die KI wird einfach mal, naja, overpowered. Ich habe keinen Fehler gemacht, aber gut. Wir sind nur Zweiter geworden. Das ist natürlich jetzt nicht ganz nach meinem Gusto. Hinterm guten Jackie. Boah, leck mich fett. Naja, Gesamtpunktezahl 412. Das geht natürlich noch besser. Leider verloren. Versuch's nochmal. Na komm, das probieren wir jetzt noch einmal. Und wenn es dann nicht klappt, werden wir es einfach in der nächsten Folge vielleicht einmal auf Mittel probieren. Aber eigentlich müsste ich das hinkriegen. Gleich mein Fail in der ersten Folge. Da habe ich mich, glaube ich, übernommen. Aber irgendwie war es auch komisch, wie der mit seinem Honda Civic da noch an uns vorbeigezogen ist, der Typ. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, muss ich ehrlich gesagt zugeben. So, aus den Scharmützeln raushalten, dann müsste das auch passen. Aber ich habe ja eigentlich keinen Fehler gemacht, außer dass ich da das eine Mal den längeren Weg gefahren bin. Bei der Baustelle hätte ich vielleicht auch eher über die asphaltierten Strecken und nicht über das Offroading fahren. Aber ich dachte eigentlich, wir wären recht weit vorne, aber da habe ich mich dann wohl geschnitten. Und jetzt hängt uns dieser Honda Civic wieder verdammt nah im Windschatten. Naja, jetzt fahre ich mal hier lang. Der Typ wählt die andere Seite. Ein gegenseitiges Belauern hier schon, ist zu erkennen definitiv. Aber ich hoffe natürlich, dass wir dieses Mal das bessere Ende für uns haben. Oh, schön abgehoben da, sauber. Und hier die Abkürzung. Jetzt fahren wir dem Typen schon ganz gut davon. Diesmal werde ich wirklich darauf achten, dass wir im ja, Mittelteil nicht irgendwie noch in Schwulitäten geraten. Und ich denke, schwer ist auch erstmal ein ganz guter Schwierigkeitsgrad, so wie ich das sehe, denn trotzdem haben wir die ja noch ganz gut im Griff und wir wollen es ja so spannend wie möglich halten. So, jetzt hier nicht gegen so einen Pfeiler brausen, sehr schön. Jetzt hier die innere Kurve nehmen und dann müssten wir doch eigentlich diesmal vor dem Drecks Honda landen. So, und letztes Mal den Weg hier genommen, den nehme ich jetzt auch mal und dieses Mal sollten wir auch relativ solide gewinnen und so ist es auch. Beim zweiten Versuch klappt es besser. Der Typ kommt da hinten zwar noch angebraust, aber dieses Mal hat er uns nichts entgegenzusetzen. Und wir schlagen Jackie, Rosie und Bryce. Und es war gar kein Honda Civic, sondern ein Dodge Neon, da habe ich mich geirrt. Aber kein Problem, denn mit diesen Punkten können wir uns bei diesem Style-Event mit dem Sieg natürlich gut feiern lassen von der Menge. Und ja, die Punkte sehen auch richtig nice aus. Bester Start. Über die 1000er-Marke gehen wir da schon. Ich glaube, das ist ganz gut. Und mit diesen 1000 Punkten können wir definitiv frohen Mutes mit 625 auf unserem Konto weitermachen. Yo!